keine Zeit. Da kommt man Ja, wir wollen gleich mit rein. Ja, sehr. Da wir heute noch auf die Felsenklinge fahren, ja, haben wir nur bis 12 Zeit. Eine Stunde. Das ist normalerweise viel zu gehen. Das ist prima. Oh, das ist ja schön. Das ist das Gehäuse. Ich bin nach Radebeul gekommen, um die Schaffensstätte von Karl May zu besichtigen. Machen wir es ihm nicht schwer. Er hat wenig Zeit. Heute Nachmittag kommt er zu uns nach Rathen und schaut sich unsere Aufführung an. Ich bitte euch ganz, ganz herzlich um Verständnis. Die Zeit drängt und er möchte das sehen. Ja? Seid so lieb. Nehmen Sie bitte Platz. So, wir befinden uns hier in diesem Blockhaus des Karl May Museums. In diesem Blockhaus ist die Ausstellung Indianer Nordamerikas untergebracht. Wir sehen hier auf diesem Foto einen der Mitbegründer dieses Museums, gewisser Patrick Frank. 1926 wurde dieses Blockhaus erbaut und 1928 am 1. Dezember wurde es als Museum übergeben. Sie sehen also, Sie kommen in einem ganz überlebensträchtigen Jahr, 60 Jahre Karl May Museum. Ich muss dazu sagen, den Namen Karl May Museum trägt dieses Museum ab 1985 erst zurecht, denn in diesem Jahr wurde auch das ehemalige Wohnhaus Karl Mays, die Villa Chatham, als Museum übergeben und bringt Leben und Werk des Schriftstellers den Besuchern nahe, eigentlich zu diesem Zeitpunkt erst Karl May Museum zurecht. Und wir befinden uns jetzt hier in der Indianerausstellung, da möchte ich Sie weiterführen. Ja? Hier geht auch noch ein Geschmack, aber nicht vollständig. Der Patti Frank hat diese Sammlung in den 20er Jahren in den damaligen Formellverlag gekommen. Zwar wenige Indianer sind bekannt später entstanden, nachdem die Indianer weiter nach Osten verfügen worden sind. Mit einem Pferd die Büffeljagd betrieben und dann die dritte Abteilung im Museum dem Freiheitskampf der Indianer gewidmet. Wir freuen uns, dass wir hier in Radebeul sind, um hier das Karl May Museum zu besichtigen. Wir haben uns in Bad Segeberg im Karl May Archiv Herrn Bartsch fündig gemacht. Und der Bartsch hat ja Kontakte mit Herrn Wagner. Ja. Und der Bartsch hat mir gesagt, dass dieses Buch, das er uns gegeben hat, für Sie von Interesse sein kann. Ja, das ist ein Buch mit Fotografien von Die Leser von SNN.
So, Herr Bries, wenn Sie das sehen, hier steht es groß drüber, Apache. Und man muss mit dem Parteifunk erwähnen, dass man als Linken ein bisschen enttäuscht. Weil es wird doch die Farbenpracht überwiegt, aber kein Realismus in der Linken wiedergegeben wurde. Leider. Wir hätten es uns gewünscht, dass manches anders gefilmt wurde, ja, aber nicht bei Ihnen. Sie sind ja im Prinzip eine Persönlichkeit, die Karl May noch berühmter gemacht hat. Und dass man sie überall verehrt, das braucht man Ihnen nicht erst heute zu sagen. Wir haben das gesehen, es hat sich rumgesprochen. Wie gesagt, wenn Sie das machen, dann wird das eine Freude sein. Ja, das wäre wirklich schön. Das war alles sehr schön gemacht. Aber eben doch nicht wiederholbar, dadurch, dass der Experte nicht mehr ist. Das hat auch gar keinen Zweck, das nochmal neu zu verfilmen. Sie sind da gut. Schön. An der Ecke sehen wir richtig. Wollt ihr denn die Garten? Das ist immer noch die zweite Abteilung, die wir den Stamm vorstellen, versuchen vorzustellen. Ja, Katzenberg,
Das ist ein sehr reiches Thema. Medizin, Religion. Eigentlich haben bisher dann nur Weiße drüber geschrieben, über Indianer Religion. Und in neuester Zeit öffnen sich die Indianer. Vieles muss verdichtet werden. Und meine Welt wird hoch. Gut, wir machen draußen noch ein bisschen. Achso, die habe ich ja gar nicht. Ein Teil ist durch den ordenreichen Artisten Patty Frank erworben worden. Er hat diese Gegenstände dann dem neu gegründeten Karl-May-Museum übereignet. Zu diesem Zweck wurde auch hier hinten ein Blockhaus gebaut. Karl May hat auch dazu beigetragen zu dieser Sammlung. Er war ja bekanntlich 1908 auf Amerika-Tour, aber alles stammt nicht von ihm. Allerdings hier haben wir können wir den Beweis anlegen, dass das Skalpen, das dieser Dakota-Häuptling von Karl May erworben wurde. Wir sehen dann vorne in der Karl May-Ausstellung ein historisches Foto, auf dem wir seine Frau sehen und im Hintergrund liegt dieses Skalpen. Ja, dieses Jagdpen. Also Teile der Teile der Teile. Weil dieses Charakter muss das sein. Das sieht man dann von nochmal. Würden Sie gern so ein Kostüm auftreten? Das ist keine Frage. Woran erkennen Sie das? Ich kenne ein bisschen. Ich habe ein bisschen gelesen. Ist das schöner als ein Apache? Anders. Was ist Ihr Eindruck vom Museum? Na, leider kann ich nicht lang bleiben, aber ich werde zurückkommen, weil es ist sehr interessant. Ich muss stundenlang hier bleiben und alle diese Sachen studieren. Das ist sehr interessant. Bekommen Sie viel Post auf der DDR von Fans? Sehr viel, ja. Was schreiben Sie da? Sie schreiben, dass Sie mögen die Netto. Und? Wir müssen Leute! Dass man das oben sieht. Ja, genau. Ganz hoch. Du Junge! Sie sind hier, nur noch in seiner Rollen bei sich. Ja. Und die Jahrhunderte. Ich bin gefallen hin. Sind seine Frau oder? Ja, ja. Man muss dazu sagen, von Mai war zweimal. Kommt ja auch die Schäbrichtzündung. Und Rollen bei waren mit seinen besten Freunden. Nein, mein. Ist das wirklich? Kommt ihr auch? Das ist der Winnetou, so wie ihn sich Karl May vorgestellt hat und so wie er ihn beschrieben hat. Das ist Ihre Ansicht. Etwas anders. Und was ich hier mal denke, über diesen Winnetou sehen wir die älteste Abbildung des Winnetou 1800.
1971 in einer Buchausgabe. Aber der Name Winnetou ist ein Name von der Shoshone-Stamme. Ja, darüber streiten sich immer alle Meinungen noch. Ja. Das Wort Winnetou entstanden ist, es gibt verschiedene Interpretationen. Ja. Inmitten der Berge.